Wie schon angekündigt, wollte ich natürlich direkt Edmonds Format übernehmen und 5 Fragen an Edmond stellen, aber leider haben wir im Eifer des Gefechts, wortwörtlich, beim Sparring dann danach vergessen, die Fragen zu stellen. Und deswegen machen wir einfach ein extra Video draus und ich werde ihm hier in der schönen Tiefgarage die Fragen stellen und schauen, wie er darauf antwortet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich auch. Mal sehen. Gut, wir kommen zur ersten Frage. In was investierst du als gestandener YouTuber? Wie handhabst du deine Finanzen? Also Familie, Fixkosten, Hobbys oder auch natürlich Highlife in der Form von ja, Luxusgütern, die du dir gönnst. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jemand, ich habe schon mit 20, also ich bin jetzt 29 geworden im Sommer. Ich habe schon mit 20 mich angefangen mit dem Thema Investment zu beschäftigen, weil ich einfach schon früh gemerkt habe, so ey, dieses Arbeiten, Rente, das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich habe gewisse Standards, die ich irgendwann in meiner Familie ermöglichen möchte. Dadurch, dass ich eigentlich aus dem scheißarmen Land komme, ne, und wir scheißarm gelebt haben, will ich einfach für später mehr haben. Ich habe damals mit Aktien angefangen. Ich habe nebenbei Vollzeit gearbeitet, im Zara war das damals, kennst du diesen Klamottenladen? Ja klar, kenne ich Stand den. Stand an der Kasse, habe jeden einzelnen Cent umgedreht und dann angefangen in Aktien zu investieren. Ich weiß noch, man durfte zum Beispiel sein Handy gar nicht mitnehmen. Ich hatte mein Handy neben der Kasse und habe immer die ganze Zeit so Aktien angeschaut, während ich kassiert habe zum Beispiel. Da habe ich angefangen, mich mit dem Thema Aktien zu beschäftigen, habe auch ganz gut Geld damit gemacht und dann habe ich mal über Nacht 15.000 Euro verloren. Das hat mich voll auseinandergenommen. Ich weiß auch noch genau, welche Aktie das war. Das war PTCT, irgendwas Pharmaceutical. Die wollten gegen Muskelschwund ein Medikament für Kinder entwickeln. Ist voll gefloppt, habe voll viel Geld verloren. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass ich auch an Kryptowährungen gekommen bin, da habe ich schon Ende 2016 das erste Mal in Bitcoin und Co. investiert, habe da gut Geld gemacht, ausgecashed und heute bereue ich das voll, weil jetzt wäre ich schon ein paar Millionen schwer, hätte ich das einfach nur behalten. Krass. Und ich mache dasselbe Konzept weiter. Ich investiere jeden Monat, also ich nehme einen großen Teil meiner YouTube-Einnahmen, anstatt mir ein Lambo oder irgendwas zu holen, keine Ahnung, irgend so ein Scheiß. Ich investiere wirklich einen sehr, sehr großen Teil von meinem Geld in Kryptowährungen aktuell, in gewisse Projekte, von denen ich halt überzeugt bin, dass sie langfristig auch erfolgreich sein werden. Und irgendwann will ich halt natürlich auch in Thema Immobilien und sowas einsteigen. Geil, also nicht nur guter YouTuber, sondern auch guter Geschäftsmann. Ey, es ist geile halt Sache. Auf YouTube ist man nicht ewig erfolgreich, normalerweise, außer man ist halt der krasseste Typ und man muss halt mit dem Geld gut umgehen können. Manche leben Highlife, wie du sagst, 2, 3 Jahre lang und danach ist es vorbei und auf einmal gehen, ich will nicht nochmal Vollzeit arbeiten gehen. Nee, natürlich nicht. Nie wieder. Das ist nicht mein Ziel. Deswegen, man muss klug mit dem Geld umgehen können. Ich lebe extrem bescheiden aktuell noch. Für die Verhältnisse, für das Geld, was ich, sage ich mal, verdiene aktuell, lebe ich ganz bescheiden. Ja. Was ist deiner Meinung nach das Hauptproblem in der Internet-Community in Bezug auf Internet-Rambos, Keyboard-Warriors? Woher kommt das zwanghafte Mitteilungsbedürfnis, anonym auf unsachlicher Ebene seine Meinung äußern zu müssen? Du kennst es ja, du hast dieses Thema ständig. Ich glaube, jeder, der einen YouTube-Kanal hat oder Instagram hat, hat dieses Problem. Das ist voll die Krankheit, aber das ist, was du gesagt hast, die Anonymität. Wäre das mit dem echten Namen, mit einem echten Profilbild, müsste man sich zum Beispiel bei YouTube wirklich mit seinem Personalausweis zum Beispiel anmelden oder bei Instagram oder so, gäbe es das nicht. Ja, wie viele absolut. Menschen sind zu dir im Real Life gekommen und haben gesagt, Stefan, du bist scheiße? Keiner. Richtig, bei mir auch nicht. Ich krieg 100 Nachrichten jeden Tag, dass ich komplett scheiße bin, dass ich keine Ahnung von Kampfsport habe, dass ich eine unsympathische Hackfresse bin, dass ich keine Ahnung, dass ich komplett nicht boxen kann. Ich krieg jeden Tag solche Kommentare, 100-fach, aber ich habe noch nie einen getroffen, der mir das persönlich ins Gesicht gesagt hat. Ich glaube, du wirst auch keinen treffen. Ja, ich hoffe eigentlich, dass ich mal jemanden treffe. Nach 5 Runden, 5 Fragen, wenn die dies konsumiert haben, wird es dir keiner mehr ins Gesicht sagen, zu 100% und auch sonst nicht in der Regel. Das Problem ist, ich glaube, das sind allgemein Menschen, die einfach scheiße unzufrieden mit ihrem elendigen Leben sind, die im echten Leben nicht die Eier dazu haben, auch mal jemanden zu kritisieren. Und dann verstecken die sich hinter dieser falschen Sicherheit von dem Internet und dann lassen die halt mal den Frust raus, den sie halt den ganzen Tag anscheffeln, weil die vielleicht auf der Arbeit, in der Schule, von der Familie, von Freunden oder so gemobbt werden. Und dann suchen die halt irgendwie so einen anderen Kanal, wo die das einfach rauslassen können. Ventil. Und wenn du halt so eine öffentliche Person bist, dann bist du halt voll angreifbar. Ja. Die suchen ja alles Mögliche. Schau mal, bei uns ist ja fast das ganze Leben ist ja irgendwie jetzt online. Die suchen jede einzelne Macke und dann versuchen die dich an dieser Macke aufzuhängen. Und das Problem ist, dass heutzutage dieses ganze Cancel Culture, das ist ja voll aktiv. Wenn die einen Fehler finden, die hängen dich an diesem einen Fehler auf und da macht jeder einfach mit. Das ist wie so damals diese Hexenverbrennung gewesen. Ne? Was war die verrückteste Fananfrage, die du je erhalten hast? Oh, ganz cringe. Oh, das ist. Ich bin gespannt. Ein Hardcore-Fetisch-Ding gewesen. Ein Typ hat mir, glaube ich, jeden Tag geschrieben, dass er meine Wohnung sauber machen will, dass er mein Auto putzen will, dass er gerne auch meinen Tisch und alles Mögliche ablecken will. Dann hat er mir. Boah, das war so. Boah, das war so widerlich. Dann hat er mir ein Video von sich geschickt. Ich habe das Wort gelöscht. Das siehst du ihm nur in so einem. Maid. Wie heißt das auf Deutsch? Maiden. Die Haushaltsgehilfe, die sie immer so in diesem schwarzen Outfit und so unterwegs sind, aber nackt.
Du siehst deinen nackten Arsch, wie er mit so einem Staubwedel deinen Tisch putzt und so. Und dann schreibt er unten drunter, so würde ich gerne deine Wohnung aufräumen. Ich bin bis heute traumatisiert, ich habe das gelöscht, damit ich mir den Scheiß nie wieder anschaue. Ja, sowas brennt sich ein, das muss man auch nicht archivieren. Ich habe ihn auch. Also, ich weiß, dass Frauen regelmäßig solche Anfragen bekommen, von wegen Socken kaufen und alles Mögliche. Und bis dahin dachte ich mir so, ey, wenn ich eine Frau wäre, ich würde einfach meine Socken verkaufen, man, scheiß doch darauf, würde es einfach easy Geld machen halt, ne? Aber nachdem ich so eine Anfrage bekommen habe, hat mich das schon echt ein bisschen angewidert. Traumatisiert. Aber soll ich sagen, ey, jeder hat seinen Fetisch, ne? Ja, klar. Was soll man sagen? Ich bin vielleicht auch nicht der Saubermann überhaupt, aber. Das war schon verrückt. Was war deine schwerste physische Auseinandersetzung? Wie ist sie ausgegangen? Was hatte die Situation für Konsequenzen? Also bei mir waren da für beide viele Parteien. Bei mir waren da viele, weil ich war ja Türsteher. Mhm. Früher in Nürnberg ist es ein Club, der heißt World of Nightlife. Okay, das hört sich schon wild an. Das ist auch wild. Also das ist auch in Amerika ein weit bekannter Club, weil die meisten, die in Nürnberg und in der Umgebung irgendwie stationiert sind, die ganzen. Stimmt, ja, das Army, ja, richtig, das wir haben die ganzen Basis. Kaserne, die Army-Kasernen, und die kommen alle in diesen Club. Und du hast dann halt irgendwelche Soldaten, die aus Amerika, aus dem übelsten Ghetto kommen, hier irgendwie seit 2 Wochen in Deutschland sind, absolut kein Benehmen haben und die respektieren dich nicht, weil du zum Beispiel erstens ein Weißer bist oder weil du halt irgendwie nicht ein Ami bist. Und ich hatte da so viele Auseinandersetzungen. Es gibt sogar noch ein Video von mir auf YouTube, wo ich mit 5, 6 Leuten gleichzeitig kämpfe und die alle auf meinen Schädel eintreten. Da siehst du, ich habe mit 4 Leuten... Deswegen ist deine Glatze so hart. Ja, das ist... Ich habe mit dem Hinterkopf eine Eisenstange durchgebrochen. Also es gibt ein Video, das hat einen Zuschauer. Ich weiß ja, wo meine Daumen wehtun. Das kommt davon. Ich erkläre dir kurz, was passiert ist. Die haben zu 5 zu 6 angefangen, einen meiner Kollegen zu verprügeln. Ich voll reingerannt, bum, 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 teil aus. Und dann stehe ich 3 Leuten gegenüber und ich teile aus. Von links und rechts kassiere ich teile aus. Und dann kommt so eine kleine Ratte, packt mich von hinten, stolpert gemeinsam mit mir rückwärts. Ich knall mit dem Hinterkopf durch ein Absperrgitter, das Gitter reißt raus. Ich lieg nur noch da, nimm Deckung hoch und ich sehe nur noch, wie Schuhe auf mein Gesicht fliegen. Ne? Danach erstmal so einen fetten Abdruck von einem Schuh im Gesicht gehabt. Die Jungs haben wir danach aber auch ordentlich durchgenommen. Auch den Typen, der mich da getreten hat, den haben wir dann auch ein bisschen freundlich darauf hingewiesen, dass man sowas bei uns nicht mehr macht. Aber solche Situationen hatte ich wirklich so oft. Aber okay, das liegt auch einfach daran, dass ich ein scheiß Psychopath bin. Es ist mir egal, ob das ein Einer ist oder 5 Leute. Ich renne da rein und ich mache da halt mit. Und ich wurde, glaube ich, 20 Mal oder so auf den Boden eingestampft regelmäßig, weil ich alleine da reingegangen bin, ohne Verstärkung zu holen. Und dann am Ende verprügeln die dich mit 5 Leuten. Ja, klar. So. Was willst du denn da machen halt, ne? Sind die dann einfach abgezogen oder wie wurde die Situation aufgelöst? Ja, das Geile ist halt, es sind Amerikaner, die rufen nie die Polizei, weil wenn die Polizei rufen, dann wird das direkt an die MPs abgegeben, also Military Police. Und wenn die MPs kommen und sehen, dass die Amerikaner hier in Deutschland Scheiße bauen, die nudeln die komplett durch. Ja klar, das hat direkt Disziplinarmaßnahmen wahrscheinlich. Ich kann dir sagen, was das Krasseste war, was wirklich, wirklich, wirklich gefährlich war, da habe ich mit meinen Kollegen damals, einen Pole, Matteo Schießer, goldener Typ, mit dem konntest du in 50 Männer reinrennen, der hat immer deinen Rücken gedeckt. Wir haben zu zweit gegen 3 Amis gekämpft. Ich war mit einem beschäftigt, er war mit dem einen beschäftigt und von hinten kam ein Dritter mit so einer halbvollen Hennessy-Flasche und wollte sie mir über den Schädel ziehen. Er hat es glücklicherweise gesehen, hat ihn von hinten gegen den Kopf gezogen, er ist auf den Boden aufgeknallt mit dem Gesicht, hat sich die komplette vordere Zahnreihe ausgeschlagen. Die Hennessy-Flasche ist zerbrochen und er hat sich den kompletten Arm aufgeschlitzt. Krankenwagen gekommen, der ist halb verblutet. Das war so rein körperlich das, was wirklich verdammt gefährlich war. Ich habe davon aber nichts mehr mitbekommen, weil er hat nie die Polizei gerufen. Ansonsten hatten wir halt viele Leute, die dann halt irgendwie Familienmitglieder geholt haben und dann mit Waffen. Und dann ging es direkt weiter. Stühle, zerbrochene Glasflaschen, Messer. Ich wurde schon mit allem angegriffen, aber war eine lustige Zeit. Aber ich werde es auf jeden Fall nie wieder machen. Nee, 100%. Lohnt sich. Aber es sind natürlich Erinnerungen, die sich auch einbrennen, ne? Ey, es hat einen riesen Spaß gemacht. Du hast coole Kollegen kennengelernt. Nachtleben als junger Kerl ist immer interessant. Du hast Frauen, du hast Musik, du hast ab und zu ein bisschen Action. Wenn du eh so ein Raufbold bist, sag ich mal, wie ich, macht es halt scheiße viel Spaß halt, ne? Aber es gibt nur 2 Wege. Entweder du landest mit einem Bein dann im Knast oder im Krankenhaus. Was anderes. 100%. Auf langfristig geht da nichts. Und die Leute werden immer verrückter. Es ist nicht mehr, ja, komm. Nee, heute nicht mehr auf jeden Fall. Also 5 Leute, Messer, zack, zack, zack. Deswegen, ich lasse es. 5. Frage. Was ist der Sinn deines Lebens? Oh, glücklich sein. Geil. Ehrlich, klar möchte ich einfach irgendwie, weißt du, siehst materialistische Dinge, ich will auch, ich sehe Christian Haller, er fährt Lambo hier, Lambo da, hat ein geiles Haus und so was möchte man natürlich auch haben. Bei mir ist, das ist so diese Klischee-Story, oh, man ist irgendwie aus Armut, irgendwie, ne, vom Bordstein zu Skyline, halt so dieses Ding. Ich komme aus Armenien, wir haben in so einer Blechhütte mit meinem Vater, mit meiner Mutter damals gewohnt, kein Strom, kein fließendes Wasser, nix, einfach
elendig, ne? Und ich will einfach nie wieder in so eine Situation kommen. Mhm. Ich will für meine Familie niemals, dass sie irgendjemand so eine Situation erleben muss. Wenn ich irgendwann Kinder habe, will ich nicht, dass sie so aufwachsen wie ich. Ich konnte mir nichts leisten, weißt du? Ich habe auch nicht getraut, meine Mutter irgendwas zu fragen, so, ey, kauf das bitte für mich, weil ich wusste, wir haben zum Beispiel nicht so viel Geld halt, ne? Mhm. Freiheit und so Glück für meine Familie. Ich will, dass meine Mutter nie wieder arbeiten muss. Mhm. Ich finanziere aktuell halt einen großen Teil des Lebens meiner Mutter durch die YouTube-Einnahmen. Und ich will einfach ein geiles, glückliches Leben irgendwann führen, ohne darauf angewiesen zu sein, ob mich ein Chef nächste Woche noch anstellt oder mich rausschmeißt. Mhm. Und irgendwann würde ich auch gerne eine Familie gründen. Ich glaube, ich wäre ein ganz guter Vater. Ich hätte echt gerne so einen Mini-Edmond, den ich dann anstellen kann. Der führt den YouTube-Kanal dann weiter. Irgendwann. Besser wär's, ne? Wer weiß, was das dann ist. Aber das ist wirklich das Große und Ganze. Ich will einfach glücklich sein, ein schönes Leben führen, woran ich mich dann, wenn ich alt bin, einfach gerne zurückerinnere. Und irgendwann wäre eine Familie auch ganz schön. Aber das ist gerade ein bisschen schwierig mit so viel Arbeit. Viele verstehen es halt nicht, wenn man so viel zu tun hat. Klar, Logo. Ja, das ist so, dieser Lifestyle ist nicht für viele Menschen was. Zeit ist begrenzt. Geil. Deswegen muss man aber auch was mit seiner Zeit anfangen und was damit anstellen und nicht einfach so irgendwie in den Tag hineinleben. Ne? Kreieren, ja, 100%. Man muss was machen. Geil. Vielen lieben Dank. Ja, geile Antworten. Hat mich sehr gefreut, Edmond. Vielen lieben Dank, Mann. Ich danke dir. Megatyp, Mann. Geil. Vielen Dank. Das waren die 5 Fragen, die wir eigentlich ins Hauptvideo reinpacken wollten. Schaut euch natürlich den Sparingsvlog 5 Runden, 5 Fragen von Edmond an und natürlich auch unseren Sparingsvlog, der vorangegangen ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kommen noch viele Videos. Let's go.